Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bradomate mit Transport Fever 2. Die Kampagne geht weiter und wir spielen heute den Anfang von der Mission 5 von der ersten Kampagne, also noch immer Kapitel 1 bei der Kampagne. Wir sind jetzt bei der. So, dann haben wir noch 2 und 3 vor uns und wir sind jetzt bei Transsib, also Transsibirische Eisenbahn. Also wir befinden uns in Russland um die Jahrhundertwende. Zar Nikolaus II. Regiert mit eiserner Hand und ich bin gespannt. Wir sehen da den Kreml. Ich glaube, es ist der Kreml oder ist es der Kirche einfach? Könnte einfach ein... Ihr wisst das besser als ich. Also es ist mindestens eine orthodoxe Kirche. Ich glaube, das ist es. Vielleicht ist das die Nikolauskirche. Ist der Zar Nikolaus II. Gewesen mit der Katharina, wo es jetzt eine Fernsehserie gibt? Vielleicht wisst ihr das. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Die ersten Missionen waren lustig, weil es einfach immer auflockernde. Also nach Sibirien kommt man nicht unbedingt freiwillig, sagt uns. Okay, es ist die Taiga, die Kirche. Also es ist nicht der Kreml, es ist die Taiga. Und nun soll hier die längste Eisenbahn der Welt vollendet werden. Ach, die Transsibirische Eisenbahn? Du leitest ein wichtiges Ministerium des Zarenreichs. Deshalb hat der Zar dich mit diesem prestigeträchtigen Projekt betraut. Okay. Also wir sind ein Minister vom Zar und deswegen vertraut er uns da auch vollkommen. Und wir schauen. Große steht bevor, bald wird sie vollendet sein. Die Eisenbahnlinie quer über den Kontinent. Noch jedoch fehlt die wichtigste Etappe. Das Teilstück rund um den Baikalsee, die goldene Spange des russischen Stahlgürtels, das Terrain am Ufer des Sees ist tückisch. Ich kann das mal weiterlesen. Es geht schon weiter. Okay. Zunächst müssen die Zubringerstrecken an den Ufern des Bakial-Sees errichtet werden, auf das der Nachschub am Material stets gewährleistet bleibt. Okay, gut. Sorge dafür, dass die Stahlproduktion aufgenommen wird und verbinde Irkutsk mit Port Baikal. Okay. Okay. Wichtig, dass man da Ulan Ude und Bayalsk haben, das sind dann auf dem anderen Ende von dem Ganzen. Also wir müssen die beiden miteinander verbinden. Ich weiß es nicht, ob man die mit dem Auto verbinden müssen oder mit dem Zug. Das steht da leider nicht. Wir könnten es mit... Okay, also da ist es auf jeden Fall ein Warentransport. Von dem her... Da gibt es nichts zum Verbinden. Das ist auch ein Warentransport. Da geht der Warentransport. Also wir wären, denke ich mal... Wir probieren es einmal so. Wir gehen auf Züge. Also als erstes probieren wir jetzt da mal diese Linie. Wir haben keine schnellen Züge. Wir versuchen mal diese Linie da mit dem da zu verbinden. Ihr könnt es da, also wenn es faul seid, so wie ich, könnt ihr es einfach versuchen, dann vom Start zum Ziel zu ziehen. Ohne da großartig. Okay, ja. Also wir müssen hier diese Bahnlinien verbinden. Was wir da nicht haben. Also mit Balisik und Ulan-Ude. Okay. Also da gibt es ja wohl diese Bahnstrecke. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die am besten legen. Ich denke, wir werden es da vorne verlegen, weil wir müssen da vorne dann wieder ankommen. Das heißt, wir starten da schon durch, müssen nur schauen. Okay, das ist so. Also wir könnten es jetzt ja wieder so machen, dass wir im Bahnhof da zwar verschiedene Eingänge haben, weil das ja fancy ausschaut.
so wie es halt in echt ist eher und nicht so wie wir es wie immer bauen das Ganze. Und jetzt müssen wir da einfach so einen schönen Zug verlegen. So, machen wir so. Okay. Und jetzt da schöne Richtung Kurve. Und später müssen wir dann noch Stahl produzieren, dann müssen wir dann später sehen. Das könnte jetzt die Transsibirische Eisenbahn sein. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts über die Transsibirische Eisenbahn. Also war das einfach Warnlinie, weil da jetzt da nur Waren sind, oder war das eine. So. Und jetzt können wir das dann da abschließen. Genau. Schaut euch das an, wie schön das ist. Perfekt. Stahl produzieren müssen wir jetzt noch. Wo ist Stahl? Was braucht man für Stahl? Wir brauchen auf jeden Fall, da oben haben wir das Stahlwerk und da unten haben wir Bomben. Okay, das brauchen wir nicht. Okay, also wir haben hier einfach die Stahlproduktion. Das heißt, wir können von da jeweils... Also wir müssen beide Rohstoffe dahin bringen. Wir haben unendlich viel Geld und wir lieben Züge. Deswegen machen wir das jetzt mit Zügen, würde ich sagen. Da ist übrigens ein kleines Hütterl. Können wir uns das anschauen, was das ist? Ein Zeltlager? Vielleicht, da kommen wir sicher noch drauf. Wir haben ja auch wieder Bonusmissionen, Leute. Es ist ja herrlich. Und ich würde sagen, das Problem ist halt, wenn man auf... ich glaube nicht, dass man da wirklich schon viel... In welchem Jahr sind wir? 1899? Ja, da könnte man vielleicht auch schon... Ja, der Hammer. Also, es bleibt eh nur... Es ist ja das, was du dann in den späteren Spielen machen kannst. Du hast dann ja Alternativen, aber die hast du jetzt noch nicht. Und ich würde sagen, wir machen dann Endbahnhof mit 160 Metern, einem Gleis. So, und dann stellen wir da ab den Bahnhof. So, dann machen wir einen so einen Bahnhof, wichtig. Wir machen ihn auch mit 100, also mit ähnlich lang. Wir könnten ihn mal länger machen, aber ich denke, lassen so. Oder soll man... Machen wir es 240 lang zur Sicherheit. Ich weiß nicht, ob wir es noch brauchen. Also kann sein, dass wir es dann irgendwie da noch hinbringen müssen. Das heißt, wir werden das auch möglichst weit hinten jetzt hindern. So, machen wir es so. Okay, also ich habe keine Ahnung, ob sich das dann ausgeht, aber wir probieren es jetzt einfach. Im schlimmsten Fall müssen wir die Gleise ein bisschen anders verlegen. So, okay, den innersten Kreis legen wir mal so, dass wir dann da raufkommen. Okay. Wir bauen uns da Gebäude, also am Bahnhof mit zwei Anstückteilen, beide sind 160 lang. Das heißt, wir müssen schauen, ob wir das da durchleiten. Auch da ist halt immer die Überlegung, wäre sie da 1 ausgegangen, wäre sie da 2 ausgegangen, im Endeffekt. Machen wir es so. Okay. Und von da aus ziehen wir das Ganze jetzt weiter und wollen da rein da. Und ja, eine schöne Linie auf jeden Fall. Und da ziehen wir uns das Ganze durch in den Wald rein. Wer versteckt seine Linie nicht im Walde? So, seine Gebäude. Hoffentlich reicht das von der Länge her, sonst müssen wir da was abreißen. Geht's ja aus. Also schaut euch das an. Das erkennt man doch nirgends, oder? Ist das nicht... Das ist doch genialster Bau, oder? Mit diesen... Oh, schön, oder? Und ich glaube, man kann dann Screenshots sogar machen von dem Ganzen. Du kannst dann nämlich so ein bisschen... Steam User Data und das ist, wo es dann gespeichert wird. Screenshots, ENV Map. Okay, keine Ahnung. Ist egal. So. Jetzt müssen wir die Linien auf jeden Fall festlegen. Stahl produziert haben wir noch nicht. Wir machen mal die erste Linie da. Neue Linie. Und zwar, das ist jetzt da das Eisenerz. Das ist so eine klassische Geschichte, die hat es immer gegeben. Das ist die Kohle. Was eigentlich, hoppala, falsch. So. Und später müssen wir dann von da dann einfach drüberlegen zu dem Bahnhof. Wir haben uns zwei Bahnhöfe wesentlich größer als die ihre da. Und ich würde sagen, jetzt brauchen wir zwei Züge.
Das Gute ist, sie müssen beide gleich sein. Und wir bauen da Russian-Class-OB natürlich, oder? Der schaut schon richtig cool aus. Hat 60 km/h, ich meine, das ist ja nicht irgendwas. Das ist Highspeed, was wir da unterwegs sind. Also Bomben könnte man da liefern dann später. Das ist gut, weil das brauchen wir später. Wir haben 160 Meter. Ich glaube, es reicht aber jetzt einmal. Machen wir es 160 Meter, weil wir's, ja, wir haben unendlich Geld. Und wir haben hier 160 Meter Bahnhof gebaut. Wäre schade. Kostet nur 5 Millionen. Das sind 5 Millionen. Machen wir mal Kohle und später jetzt noch eine zweite. Hoppala. Ach, das ist ja übrigens, Leute. Also jetzt habe ich es weggelöscht. Aber das ist auch eine coole Geschichte. Es bleibt der letzte Zug gespeichert, solange es das nicht zumacht. Das heißt, ihr könnt es dann einfach. So, kaufen für. Ihr könnt es dann einfach so machen. Eisenerz haben wir noch nicht. So, und jetzt können wir auf Play drücken. Und ihr seht, wie sich da diese Kohleproduktion da beginnt, alles schön zu wachsen. Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen Screenshot von unserem Mustergebäude natürlich da. So, schaut sich das an vom Hotel aus. Können wir da irgendwo noch einen schöneren Eingang finden? Das geht doch nicht, oder? So, Zeit für Screenshots, während wir hinten natürlich alles laufen lassen. Ah, es wird passiert bei Screenshots, was soll denn das? Schauen wir einfach. Ja. Einfach über Screenshots und weiter geht's. Die Maschine rennt. Wir schauen zu unserer Produktion und damit haben wir den Hauptteil von dieser ersten Phase. Wir können dann natürlich mitfahren mit einem russischen Lok. Schaut euch die an. Ist die nicht traumhaft? Eine schöne alte Dampflok. Ne? Schöner geht's ja fast nicht. So, jetzt machen wir da nochmal einen Screenshot, oder? Spiel, so machen wir es. Machen wir einen Screenshot von dem Ganzen. Ein Screenshot. Ja, probiert einfach Sachen aus, Leute. Genau für das haben wir da. Die Screenshots zum Finden ist dann sowieso ein bisschen ein Problem. So, wir spielen da weiter. Und fahren da ein bisschen mit. Nur damit wir ein bisschen sehen. So, das ist die Lok. Und wir schauen da. Jetzt werden wir umdrehen. Wir sehen unten, was wir geladen haben. Wir haben nur 500. 0000 Kohle. Aber das heißt, wir haben 500. Wir haben vorher schon ein bisschen Kohle geladen gehabt. 40 km/h können wir da fahren. Und im Moment gibt es nichts anderes zu tun, als Stahl produzieren. Und dafür müssen wir jetzt auf Eisenerz warten. Und schaut euch an, wie traumhaft das gebaut ist, oder? Haben wir das nicht schön gemacht, mit diesen Linien? Und da sehen wir, der zweite Zug, wie er uns überholt hat. Ach, traumhaft, oder? Traumhaft. Ich habe ein bisschen an der Qualität von den ganzen Sachen jetzt gearbeitet, weil ich einfach hoffe, dass das jetzt da ein bisschen besser ist. Und da kommt das Eisenerz. Und ihr seht, wir haben den Zug 160 lang gemacht. Wir hätten ihn wesentlich länger machen können. Müssen wir schauen, ob wir das dann später brauchen. Umgekehrt, der könnte 60 km/h fahren, fahrt eh nur 34. Also diese... Stellt euch vor, wir hätten da Pferdefuhrwerk. Also ich glaube, wir sind ganz gut gefahren hier. Und wir sehen, was da Kohle gelagert wird. Ach, traumhaft. Schaut euch das an. Die zwei Züge kreuzen sich da. Herzlich willkommen im Train Fever quasi. Ja. Lasst einen Kommentar dran. Lasst einen Kommentar in der Zwischenzeit da, wie gefällt euch das ganze Spiel? Wie findest du die Videos? Was kann ich verbessern? Und ja, wie soll man es dann in Zukunft machen? Soll ich die Teile ein bisschen länger machen pro Video? Kürzer noch? Also ich glaube, 4 Stunden, 20 Minuten ist glaube ich relativ gut, was das Ganze angeht. Und ja, ihr seht, wir haben es geschafft. Okay, also das Ganze kostet einen Haufen Geld, was wir haben. Planung ist unerlässlich. Die Vermessungsarbeiten zeigen, dass sich zwei mögliche Routen für die Trasse anbieten. Du
hast das letzte Wort. Wir machen die Route mit der längeren Bauzeit. So soll es sein. Jetzt muss nur noch alles zur Baustelle fahren. Beliefere die erste Baustelle mit Stahl. Okay, das können wir machen. So, und jetzt kommt unser Geschick. Oder Missgeschick, werden wir jetzt sehen. Es gibt übrigens einen amerikanischen oder englischen YouTuber. Wie heißt der? Irgendwas? Colonel Failure oder so? Schaut es den Namen? Mir gefällt der Name. Aber er hat eine coole Art, das zu machen. Okay. Erste Bonusaufgabe: Irkutsker Zobelzüchterverein. Er bittet um Hilfe. Du solltest Werbung für das nächste Verbandstreffen machen, indem du dieses in der ganzen Stadt lautstark ankündigst. Ich habe ja keine Ahnung wie, aber wir machen das natürlich. Ist ja eh klar. Zustimmen. Drehe eine Runde durch die Stadt und werbe für die Sache der Zobelzucht. Okay, wir müssen eine Buslinie machen. Machen wir das als erstes. Also wir haben Haltestelle, wir gehen einmal auf einfaches Tempo. Wobei wir jetzt eigentlich Gewinn machen, von dem her ist das eigentlich wurscht. Richte eine Buslinie mit mindestens 3 Haltestellen ein und Zobelzucht. Okay, das ist da. Okay, also grundsätzlich bin ich ein Fan von so sehr einfachen Linien. Wir brauchen 3 Haltestellen. Das heißt, wir machen es so, dass wir wirklich mit diesem Gebäude, also mit dem Bus ein Stück. So, machen wir das so. Dann gehen wir da von links nach rechts durch. Ist wieder eine Buslinie. Und ihr wisst, wie die Busse, damals waren. Mindestens 3 Haltestellen. 1, 2. Genau, wir halten natürlich genau vom Paradies. Wir hätten da vom Hotel natürlich, ja, aber. Sieht man, wie das Gebäude da heißt? Schade. So, jetzt müssen wir eine Linie festlegen. Werbung für die gute Sache. Genau, apropos Werbung für die gute Sache, Leute. Werbung in eigener Sache. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Helft mir, den Kanal zu unterstützen, die Videos zu unterstützen. Würde mich riesig freuen, wenn euch die Sachen gefallen. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, gratis Abo da zu lassen. Gratis Like und es gibt aber auch die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden, wenn ihr den Kanal wirklich extrem unterstützen wollt. Schaut euch das Ganze an. Wir bauen unsere Buslinie, indem wir ein. So. Ich hätte es gerne ein bisschen weg. Also normal bauen wir es da gleich hin. Ist ja wurscht. Fahrzeuge kaufen. Das ist was? Diesel. Ist aber kein Tram. Ist aber nicht Passagier. Passagier gibt es nur diese Linie. Und schaut euch einmal das an. Werbung für die guten. Es gibt nur die Droschke. Droschke. KTC 20 km/h. Okay. Leistung 5 kW und Kapazität 5. Wahnsinn. Können wir ein bisschen zuschauen, natürlich, wie das Ganze dann abläuft. Schaut euch das an da. Herzlich willkommen. Bei Transportfieber. Da sieht es, wie das Pferd sich bewegt. Ich lasse schneller laufen das Ganze, aber es bringt uns eigentlich gar nichts, das schneller laufen zu lassen, weil wir müssen nebenbei zeitgleich unsere nächste Aufgabe machen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Zug mit Stahl. Und Stahl kann es transportieren mit diesen Rungenwagen. Auch da, glaube ich, war 1,60 der Bahnhofsmaximum. Ich werde es jetzt einfach so lassen, kaufen für, wenn der Bahnhof nicht ausreicht, dann können wir den sonst vergrößern oder so. Wichtig ist, dass wir da eine neue Linie machen, das habe ich ganz vergessen. In der Kampagne gebe ich mir einen schönen Namen oder versuche es manchmal. Stahl für die Ewigkeit, bitte. Wenn wir da nichts Tolles haben, so. Und jetzt müssen wir den Zug noch zuweisen da. Stahl für die Ewigkeit. Wir hätten einfach Stahl nennen können. So, da kommt jetzt gleich unser Lok raus. Stahl liefern 40 Tonnen und das sollte kein Problem sein. Weil wir sehen, wir haben da schon so viel produziert. Das heißt, das sollte wahrscheinlich nicht bei der ersten Fahrt, denke ich, wird es nicht sein, aber bei einer der ersten Fahrten
Wir sind jetzt dann am Bahnhof und ihr schaut da das an, oder? Wow, schön, herrlich, echt. Leute, fahren wir mit. Wie gesagt, ich schaue mir die Qualität vom Video dann wieder an, wenn die wieder nicht so ganz passt, wie ich es gerne hätte. Ich habe die Qualität jetzt eh deutlich erhöht. Dann müssen wir schauen. Also das Problem war, ich habe immer die Stream-Qualität aktiviert gehabt in den letzten Videos und sonst, damit wir das eben sehr schön genießen können. Müssen wir uns schauen, dass wir das wieder ändern. Und ja, 16 Tonnen bei der ersten Fahrt, also das ist kein Problem. Und Werbung machen haben wir 2 von 3 gemacht. Aber wir müssen mindestens 3 Haltestellen haben. Wieso haben wir das nicht geschafft? Das heißt, das mit Haltestellen ist wirklich das gemeint und nicht die Endpunkte. Ja, das ist nicht so das Problem jetzt da. Dann machen wir da noch eine Haltestelle rein. Eine Schande. Der Zobelzüchterverein entpuppt sich in Wahrheit als eine konspirative Gruppe subversiver Subjekte, die den Zaren stürzen wollen. Okay. Du musst die Treffen tunlichst verhindern. Tunlichst? Ein geiles Wort. Also kurz gesagt, diese Gruppe ist doch nicht so nett, wie wir glaubt haben. Das ist nicht irgendein Wanderclub, sondern die haben was Böses, für die führen was Böses im Schild und wollen eigentlich den Zahn stürzen. Was wir natürlich gar nicht wollen, ist eh klar. Hoppala, falsch. Da müssen wir zuerst hin. Und was müssen wir jetzt machen? Finde die Treffpunkte der Verschwörung und reiß es ja ab. Dadurch, durch genaues Filtern werden die 3 Treffpunkte sicher sichtbar. Ich habe keine Ahnung, Leute. Durch genaues Filtern. Wenn ihr wisst, wie es das macht, schreibt das in die Kommentare. Also normal ist so, dass zumindest irgendwo ein Fragezeichen oder irgendwas ist. Durch genaues Filtern? Was haben wir denn da? Landnutzung, vielleicht damit. Schaut nicht so aus. Sollen wir das abreißen? Hervorragend. Die erste Etappe ist vollendet. Zar Nikolaus zeigt sich hoch erfreut. Doch das Terrain ist tückisch. Ein matschiger Morast im Sommer, beinhart gefroren im Winter. Dank stabiler Stahlkonstruktionen werden die Gleise glücklicherweise schön an Ort und Stelle bleiben. Ohne Material geht gar nichts. Sorge dafür, dass es bis zur Fertigstellung der nächsten Etappe bereitsteht. Okay, jetzt müssen wir, zweite Baustelle braucht Steine, okay, das ist klar. Da ist die Baustelle 2, da gibt es Steine. Das heißt, Leute, das heißt, wir machen es so, dass wir da... Also, ich habe keine Ahnung noch. Falls ihr eine Idee habt, schreibt es rein, wenn ihr es schon längst wisst. Und ich eigentlich das alles schon richtig haben sollte und fertig. Leute, was übrigens ein cooler Tipp ist, ja, nicht so zu bauen, aber wir werden das jetzt so bauen, so, dass wir schön dünn da haben. Okay, und jetzt leiten wir den Kleist einfach durch. Also es müssen ein paar Gebäude abgerissen werden, ist eh klar, das kostet uns ein bisschen was. Desto weniger abreißt, desto billiger wird es, ist ja klar. Und dann müssen wir einfach so bauen, so. Und jetzt wieder in die andere Richtung. Und dann leiten wir das da entlang, solange es geht. Und fügen das dann hier zusammen. Bauen eine neue Linie, ist ja klar. Das ist Steine. Steine. Steine Teil 2. Ah, wir sind ja früher römisch 2 in dem Fall. Und ich bin immer mal überlegen, wie man das machen kann mit Filtern. Also die Idee war ja,
Also man muss drei Gebäude abreißen, so viel steht fest. Die Frage ist halt, kann man das irgendwie cool machen mit den Filtern? Steht irgendwie mit den Filtern und so weiter? Also Leute, ich würde sagen, das ist. Damit schließen wir den ersten Teil ab diesmal. Ein bisschen ein längeres Video. Und dann machen wir die Bonusaufgabe im nächsten Teil. Und das mit den Bären auch.